sind ein Online-Forum, was sich mit Ultraleicht-Trekking beschäftigt. Und wir haben immer zwei Treffen im Jahr, ein Herbsttreffen und ein Wintertreffen. Und das Wintertreffen findet jetzt schon in den, ja, ich glaube, letzten 4 Jahren hier in der Rhön statt. Einfach, weil wir hier eine gewisse Schneesicherheit haben. Wir haben hier bei der Familie Abe eine schöne Location, wo wir auch drinnen sitzen können. Es gibt genug Platz. Es ist alles relativ entspannt und deswegen sind wir eigentlich ein großer Fan jetzt von der Location hier geworden und treffen uns hier dann halt jedes Jahr im Winter. Also Ultraleicht-Trekking, das ist Wandern mit möglichst wenig Gepäck. Wenn man so ein Rucksackgewicht von 4,5-5 Kilo hat oder drunter, das zählt dann zu ultraleicht. Und es soll einfach ein entspannteres Wandern ermöglichen, dass man sich nicht so sehr auf die Last am Rücken konzentriert, sondern eher die Natur genießen kann. Da ein dünnes Material, ist das nicht ein bisschen kalt? Nein, das ist nicht kalt, aber es stimmt, das ist ein sehr dünnes Material, auch ein sehr seltenes Material. Das kommt eigentlich aus dem Segelsport, das nennt sich Cuban Fiber, das ist ein Laminat, ist halt absolut wasserdicht und halt sehr, sehr leicht. Und das ist halt auch so der Grund von dem Treffen hier, also wir machen ja ein Ultraleicht-Treffen und ja, also so das ganze Zelt, wie es jetzt hier so steht, wiegt etwa 600 Gramm. Also das ist relativ leicht und für 2 Personen. Genau. Ist es denn warm drinnen? Ja, es ist tatsächlich sehr warm, weil man muss halt nur dementsprechend das passende Equipment dabei haben und dann ist Kälte auch kein Problem. Also man sieht von dem Zeltboden, man ist direkt auf dem Schnee. Das heißt, man kann sogar meine Hand hier durchsehen, so dünn ist das Material. Und da liegt die Isomatte drauf und die isoliert so gut, dass man bei minus 20 Grad trotzdem noch einen warmen Rücken hat. Ich mache jetzt hier außenrum ein bisschen Schnee drauf auf die sogenannten Snowflaps. Das sind so Lappen, die dann quasi das Zelt abdichten. Weil wenn wir drin heizen, unten pfeift der Wind durch, dann ist von heiß unterm Rücken pfeift sie durch. Und man muss halt auch genügend Lüftung lassen dann für den Ofen, dass auch da nichts drin passieren kann wegen die Gase und so. Ja, es macht Spaß, das auszudüfteln und neue Sachen zu entwickeln. Und dazu kommt dann noch, dass wir alle versuchen, auf der gleichen Wellenlänge sind, leicht unterwegs zu sein. Und ich habe zum Beispiel Rückenprobleme und da will ich nicht mehr als 5-6 Kilo umeinander tragen. Und mit 6 Kilo kann man hier alles tragen, was man zum Übernachten, zum Essen, zum Draußensein braucht. Rainer, was machst du denn hier in der Kälte? Hauptsächlich austauschen mit anderen, die genauso bekloppt sind wie ich und natürlich in der Kälte, wo es schön ist, wo man sich wirklich draußen fühlt, den Elementen ausgesetzt, zelten natürlich. Das Besondere am Schnee ist es, dass der Schnee gerade im Winter alle Geräusche schluckt. Also ab minus 5, minus 10 Grad wird die Luft extrem klar und dann ist man wirklich draußen, man hört nichts von der Umgebung. Man ist komplett allein und man kann seinen Gedanken völlig freien Lauf lassen und man ist dann wirklich draußen. Ist denn das auch was für Frauen? Natürlich, also meine Freundin kommt gerne mit, nicht gerade im Winter, das ist ja dann doch ein bisschen zu kalt, aber Sommer, Frühjahr, Herbst ist sie auf jeden Fall mit dabei und auch viele andere Frauen.